Hi, ich bin Kate vom Blog Reise mit Kate. Hinter mir seht ihr den Ochridsee in Nordmazedonien. Ratet mal, wie ich hierher gekommen bin. Natürlich vom Dortmund Airport aus. In nur etwas mehr als 2 Stunden bin ich an der Perle des Balkans. Ochrid gehört zum UNESCO-Kulturerbe und ist nachweislich eine der ältesten Siedlungen in Europa. Byzantinische Architektur und Malerei hat die Stadt ebenso berühmt gemacht wie die Missionarsbrüder Kyrill und Method, angeblich die Erfinder der kyrillischen Schrift. Ich entdecke die Altstadt. Malerisch thronen die kleinen weißen Häuser über dem See. Die verwinkelten Gassen und die freundlichen Menschen in entspannten Cafés und Restaurants an der Seepromenade erzeugen ein einzigartiges Flair und machen mich hungrig. Die Spezialität der Stadt, die Ochridforelle, lasse ich mir direkt vor der Bestellung zeigen. Alternativ gibt's viel Paprika, Zwiebeln und Gegrilltes. Im Vergleich zu Deutschland kosten vor allem Speisen und Getränke nur die Hälfte. Darauf ein Rakia. Prost! 365 Kirchen soll es einst um den Ochridsee gegeben haben. Ich entdecke sowohl orthodoxe Bauten als auch Moscheen im türkischen Viertel. Culture Clash und Tradition. Die berühmten Ochridperlen zum Beispiel werden nach Familienrezepten mit einer Emulsion aus den schillernden Schuppen der Ochridseefische veredelt. Jetzt aber der See. Mehrere Millionen Jahre alt, glasklar, türkisblau und über 300 Quadratkilometer groß. Was für ein Badehighlight. Unbedingt empfehlenswert, mit Verhandlungsgeschick eine private Bootstour am Hafen buchen. So entspannt. Ab 2 oder 3 Personen ist es dann gar nicht viel teurer als die Angebote der Touristikschiffe. Ich mache mit dem Boot einen Ausflug zur Knochenbucht. 6000 Holzpfähle wurden hier gefunden und auf ihnen ein altes Dorf mit Lehmhäusern nachgebaut. So wie es vor mehreren tausend Jahren ausgesehen haben muss. Weiter geht's fast bis zur albanischen Grenze zum Kloster Sveti Naum. Am Fuße des Klosters kann man zu den natürlichen Quellen des Sees fahren oder an der Klosteranlage tierische Begegnungen machen. Zurück in Ochrid ist Zeit für Tanz und Folklore. Die Lebenslust und der Stolz der Menschen hier zeigen sich vor allem im Sommer durch viele Feste und Konzerte. Stolz ist man in Ochrid unter anderem auch auf die Festung des Zaren Samuel, das Amphitheater und die Kirche des heiligen Johannes von Kaneo. Entlang der Uferzone beginnt der riesige Galicica Nationalpark. Ein Ereignis für Wanderer, Offroad-Liebhaber oder Abenteurer wie mich. Ochrid hat mich verzaubert. Und bevor es zurück nach Dortmund geht, genieße ich noch mal die Aussicht von oben. Abflug!